So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf dem Kanal, und nämlich Prison Tycoon Under New Management. Ja, ist mir mal so ins Auge gesprungen und sagte mir, ja, mal gucken, ob ein bisschen der Prison Architect drankommt. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Einstellungen habe ich alle schon. Das Lustige ist, dieses Spiel. Ach, auf einmal. Okay, ich habe nichts gesagt. Gott, sieht schon viel besser aus. Sollen wir sagen, neues Spiel. Oh, die Tiger. Der perfekte Ort, um zum ersten Mal ein Gefängnis zu verwalten. Die Luft ist frisch und rein, mit sehr sonnigen und angenehmen Sommern. Im Winter bedeckt steht das Land und hinterlässt eine wunderschöne Landschaft. Okay, die Tundra. Die schneebedeckte Steppenlandschaften bieten bessere Bedingungen zum Aufbewahren von Nahrung, weswegen Nahrungsvorräte günstiger sind. Andererseits ist Strom teurer und Häftlinge werden häufiger krank. Oh. Okay, wohl nicht, will ich die Tropen nehmen. Sumpf, Gottes Willen. Ich würde sagen, fangen wir mit der Taiga an. Zum ersten Mal spielen. Dein Spielename. Let's Play. Bitte. Tipp: Knapp bei Kasse, prüfe, ob du eine Förderung erhalten. Du eine Förderung erhalten? Achso. Oh. Ich habe. Ah, jetzt geht's hoch. So, willkommen bei Prison Tycoon Under New Management. Du kannst das Gefängnis deiner Träume bauen. Die Angestellten verwalten und die es betreiben. Okay. Und die wirtschaftlichen Aspekte bewältigen. Okay. Um dich mit deinem Gefängnis zu bewegen? Ja. Nur ein sehr großes Gefängnis. Spiel ist ganz schön aufwendig, warum mal kann das sein? Ja, gut, GPU ist bei 60, ich habe eine 3090, die ist aber bei 60%. Und OBS, weiß nicht, was an OBS liegt, aber ich habe übersprungene Frames. Aber egal. Baue ein gewöhnliches Gebäude. Wo kann ich es bauen? Bauen. Moment mal, war das das Richtige? Ba baue zwei Zellenblöcke. Ah, ja. Wohin denn? Wo kann ich denn die Zonen bauen? Häftlinge, Personal, Wirtschaft. Arten von Arbeitern. Die Arbeiten. Okay. Küche, Wache, Gärtner, Gebäudepflege, okay. Also das kann man hier alles bauen. Personalräume, Klimatisierung, Sicherheit. Eieieiei. Ja, du, aber irgendwo muss es hin. Toilette, ich will.
ungültige Zone. Wo ist denn die richtige Zone dafür? Das sind die Vorschriften. Ich kapiere gerade irgendwie gar nichts. Beleuchtung, Ressourcen. Elektrischer Generator, Außenbereich. Innenbereich. Ein Abfalleimer. Ein Tutorial wäre hilfreich, oder habe ich jetzt irgendwas verpasst? Sirenenlicht, oh. Hab noch keine Häftlinge. Wirtschaft? Nee. Hä? Ich baue ein gewöhnliches Gebäude. Ach so. Sechs zum Beispiel. So. Baue zwei Zellenblöcke. Mein Fenster. Ja, was machen wir alles danach? Die bräuchte natürlich auch solche Gänge hier. Wir das Gebäude eigentlich auch bearbeiten? Also ausbauen? Snackmaschine. Ja, dann gucken wir mal. Wie kann ich das drehen? Ah. Dann würde ich sagen, genau. Dann kommt das Bett hier hinten hin. Das Klo kommt dahin. So, was kriegt der denn hier sonst noch? Ein Fenster? Er kriegt hier ein Fenster. Komm. Und kriegt hier nochmal ein Fenster. Da könnt ihr den schön beobachten, wenn er auf dem Klo sitzt. Aber dann kriegt er noch einen Tisch. Ah, ja. Das Buch schwebt in der Luft. Natürlich kriegt er noch einen Mülleimer. Und ja, das war's. Eine echt schön große Zelle, muss ich sagen, ne? Die ist ja viel zu groß.
Nicht, aber es hat schon gereicht hier. Kann ich die noch mal abreißen? Abreißen, abreißen, abreißen. Hallo. Es ist natürlich auch geil, dass man jetzt einfach nur sagen kann, hier, hallo, hallo. Ich möchte die aber gerne wieder abreißen, kann ich das nicht? Bauen. Ich will nicht in die Auktion, ich will das wieder abreißen, wenn das irgendwie möglich wäre. Handlung. Verkaufen. Ach so, weil der Schreibtisch hier steht, kann er da nicht mehr genug Platz, um aufs Klo zu gehen. Ja, komm. Also muss doch ein bisschen größer. Gebäude und Räume müssen mit dem Stromnetz verbunden sein, um richtig zu funktionieren. Ja, das wissen wir. Muss doch so groß sein. Ja, hier ist ja schon eine Toilette. Tja, dann würde ich sagen, wir bauen mal noch eine Häftlingszelle. Wir mussten jetzt zwei bauen. Dann könnten wir hinten noch so eine kleine hinbauen. Halt. Fenster kommt wieder hier oben hin. So. Jetzt können wir von mir aus auf Play machen. Ein neuer. Radius, der. Dann nehmen wir mal den. So. Strafmaß, was hat er denn gemacht?
Du gern wissen, was er gemacht hat. Keine übermäßigen schlauen Personen. Ja. 7 Monate und dann Rang 6 Monate. Aber sind die doof? Persönlich, wenn ihr sie hier gefangen, du kannst die Störung prüfen, indem du den Pflege auswählst. Ah. Hallo? Also, das ist ein komisches Gefängnis hier. So. Müssen wir nochmal was einstellen? Therapeut. 700, na komm. Hallo. Was haben wir denn hier? Handlung? Nee. Auswertung. Gesamtzahl an Kämpfen. Sozialphilische Störung. Okay. Irgendwie kapiere ich das noch nicht so ganz hier. Kann ich wenigstens speichern? Ja. Ach, die haben Hunger. Ja, okay, das machen wir dann, würde ich sagen, in der nächsten Folge. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst ein Abo und ein Like, damit es euch gefallen hat. Und dann sage ich mal bis zur nächsten Folge. Tschüss, Sikorski.